Mit der großen Emma beschreiten wir neue Wege. Das ist ein Modellprojekt, was zumindest jetzt erstmalig in Deutschland gegangen wird. Wir vereinigen dort verschiedene Gewerbebetriebe unter einem Dach, was den Vorteil hat, für jeden Einzelnen können sich die Raumkosten optimieren. Die große Emma soll erreichen, dass Sparkassenangebote fortbleiben können. Heute in der sich wandelnden Zeit mit der technischen Entwicklung wollen wir für die Menschen weiterhin da sein, auch in der Region bleiben. Und die große Emma kann dazu einen Beitrag leisten. Also wir suchen ja im ländlichen Raum auf Lösungen. Wir wissen die besondere Verbindung zwischen Sparkasse und kommunalen Träger. Und insofern durch diese Verwurzelung im Raum sind wir natürlich ständig auf der Suche, wenn sich im Raum etwas verändert, wenn sich in unseren Trägergebieten etwas verändert. Das ist vielschichtig. Wir haben Städte und Gemeinden, wo die Bevölkerung zunimmt. Aber wir haben auch, wie zum Beispiel hier, Gebiete, wo sehr große Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur sind. Das ist nicht nur das Alter, das ist teilweise auch Abwanderung. Und wir wissen natürlich auch, dass sich das Kundenverhalten geändert hat, dass wir doch eine ganze Reihe und zunehmende Zahl von Kunden, ist ja auch erfreulich, Online-Dienste in Anspruch nehmen. Und in diesem Spannungskonflikt, in diesem Spannungsfeld steht man jetzt natürlich, wenn man jetzt Konzepte entwickelt. Wie versuche ich nach wie vor als Sparkasse im ländlichen Raum vertreten zu sein und eine Antwort auf diese demografischen oder auch auf das Kundenverhalten, welche Antworten kann ich darauf geben, auf diese Veränderungen? Hier ist es für uns entscheidend, da Sparkasse ja auch sehr stark auf dem Land stattfindet, diesen Wandel durch neue Konzepte auf dem Land zu begleiten. Die herkömmliche Filiale wird sicherlich immer ihre Bedeutung behalten ab einer gewissen Einwohnergröße oder Einwohnerzahl. Aber was machen wir in mittleren und kleineren Orten? Dort haben wir heute mit der großen Emma einen aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten Ansatz gesehen, der es uns ermöglicht, auf die Zukunft zu reagieren und nicht einfach zu sagen, wir machen zu und sind weg, sondern, und das ist ja auch unsere Aufgabe als Sparkassen, die kreditwirtschaftliche Versorgung auch auf dem Lande sicherzustellen. Ob die große Emma nun genau in dieser Form oder in anderer Form sich durchsetzen wird, wissen wir nicht. Es wird auch Abwandlungen, es wird vielleicht auch andere Konzepte geben, aber wichtig ist, dass wir Ideen entwickeln, um auf die Veränderungen auf dem Land zu reagieren und unseren öffentlichen Auftrag auch in Zukunft zu erfüllen.